Heute ist ein Tag für Baseball. Deswegen befinden wir uns hier auf diesem schicken, vollkommen zugewucherten Baseballfeld. Und natürlich, weil wir immer noch die geheimen Waffen der Monsterliga suchen. Deswegen buddeln wir einmal hier im Wurfmal herum. Das ist voll die Kacke. Machen. Uiuiuiui. Ein mit Graffiti beschmierter Betonklotz-Golem. Auch nicht übel. Zu der alten Angelstelle gehen. Und mal kurz gucken. Keiner da. Was erwarten Sie hier? Ein Plastikfliegenköder-Golem? Egal. Buddeln wir es aus, finden wir es heraus. Ein Lehmbohler. Wohl mit Lehm. Stopp, stopp. Hui. Ein Sandkastengolem, ein Insektengolem, ein Betonklotzgolem und nun ein Lehmgolem. Nicht schlecht. Eine interessante Auswahl. Klettern wir mal hier oben hoch. Bericht senden. Was? Nichts Besonderes? Aber immerhin 5000 Buseflocken und eine Zechine. Blaue Flammen. Die da hinten haben Spaß. Sie können eine Abnehmerquelle wiederbelebt werden. Academy Regatta Hill. Ah, dort oben ist die große Akademie von dieser Insel. An der es auch ein Haufen guter Quests gibt. Ah, ist das herrlich hier. Ich meine, wir laufen jetzt allerdings erstmal zurück zu unserem neuen Freund John Wolf. Wir nehmen die Straße. Und den Fluss. Und den See. Den lassen wir stehen.
Na, kommt er oder geht er? Gut, und schade. Wir könnten jetzt natürlich da hinten auf dem Freizeitpark nach Hinweisen suchen, nach anderen Sachen. Aber ich möchte mich erstmal um die Quest von, hallo, von unserem Freund John Wolf kümmern. Gegen Violett. John Wolf beobachtet den Atlantic Park genau und hat den Verdacht dabei, nicht der Einzige zu sein. Warum ist der Park für eine dritte Partei so wichtig? Hm, wie es aussieht, führen uns alle Wege dorthin, also egal. Entweder haben Sie ein schlechtes Timing für Ihr Wochenende auf dem Land, oder Sie sollen hier etwas für irgendeinen Herrn erledigen, der Sie an der Leine hat. In dem Fall sind Sie am richtigen Ort. Aber vor Ihnen gab's andere. Ich sag's wirklich nur ungern. Aber hier schleicht alles Mögliche herum. Illuminaten, Templer, Drachen, Phönizier. Der reinste Goldrausch. Sie riechen Macht und wollen was davon. Fischer von der felsigen Küste, bei stürmischem Wind in einem Boot ohne Anker. Ein Sturm kommt. Boone und ich, wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Er sitzt schön gemütlich am Eingang und hält den Neulingen das Händchen. Und ich bin mittendrin. Er hat ein wasserdichtes Zelt und warmes Essen. Ich hab feuchte Keller und alte Kekse. Wenigstens spiele ich nicht bloß mit verfaulten Leichen und blassen Ghulen. Es gehen seltsame Dinge vor drüben in dem verlassenen Freizeitpark. Es ist nicht nur altmodisches Rumspuken. Es ist ein böser Ort. Von einem bösen Mann und die gefangenen Seelen schreien, weil sie raus wollen. Himmel wie Hölle wohnen in den Herzen der Menschen. Aber in zu reinem Wasser gibt's keine Fische. Ohne das Böse gibt es das Gute nicht. Wollen Sie einen Rat? Immer geduckt halten, die Waffe im Anschlag. Dies ist kein guter Ort. Und was immer sich hier versteckt, hungert nach Leben. Es will es nehmen und verschlingen. Um die Straße vor einem zu kennen, fragt man die Rückkehrer. Aber wenn man auf Leichen trifft, muss man nicht wirklich fragen. Dann weiß man, wo man ist. In der Welt von The Secret World sind Philosophiekurse billig. Hallo. Ciao. Der Atlantic Island Park. Bingo, hier sind wir richtig. Gehen wir hin. Ich habe jetzt schon einige Bilder von verlassenen Freizeitparks gesehen. Sie sahen so ähnlich aus, nur war es dort sicherer, denke ich. Verzeihung, wollten Sie etwas? Ah, das weiß ich noch nicht. Zu dir komme ich, glaube ich, später. Hey, ich will ein Eis. Mach auf, ich will ein Eis. Ein Bingo Cola. Nicht. Die Gegenden hier, sie sind so groß. Ich bin gerade mal hier. Das ist ein riesiger Park. Dort. Ein riesiges Questgebiet. Dort im Wald haben wir uns letzten. Gar nicht mal. Dort im Wald haben wir uns letzten Folgen rumgetrieben. Hier ist das Overlook Motel. Der Leuchtturm, dessen Licht man ab und zu sehen kann. So viel zu tun. Okay. Wir sind also am Park, die Leiche untersuchen.
Ist zu dunkel, ich kann nicht genau sehen, ob der irgendeine Uniform anhat, die wir kennen. Könnte Orochi sein. Die Angreifer besiegen, nein. Sturmtruppen. Und Hinterkopf. Lauer Leutnant. Ja, das passt aber mal super. Das versteckte Angreifer finden. Na, das kann ja nur das kleine Hütchen da oben sein, was? Oh, ein Hyper da. Zum Glück hat es Konrad gut in den Beinen. Kann voll gut rumspringen. So, schauen wir uns das Ding erstmal näher an, bevor wir irgendwas machen. Hört ihr das auch? Na, Freunde. Noch mehr aufs Maul. Darum seid ihr also nicht spielbar. Ihr seid Lappen. Keiner möchte Lappen spielen. Es gibt ja an ruhigen Tagen sicher eine bessere Aussicht. Tür zum Unterschlupf benutzen. Jep. Ein Ladebildschirm. Sollte mal ein Video machen. Die schönsten Ladebildschirme unserer Zeit. Immer gut, dass ich so gute Augen habe, dass ich jeden Laserstrahl automatisch erkennen kann. Okay. Immer gut, dass ich die Hälfte aller Laserstrahlen so gut erkennen kann. Kamera. Kann ich sie ausschalten? Nein. Und durch. Upsa. Ja, zwei Betten, drei Betten. Knarren. MPs. Eine Flinte. Irgendwas Tickendes. Atlantic Park Überwachungsterminal. Überwachungsloks. Ankunft, Kamerainstallation, der Plan. Brauchverstärkung, Exfiltration erforderlich. Sehr schön, die haben also bei jedem ihrer geheimen, illegalen Sachen Buch geführt. Ah, das nenne ich aber sehr freundlich von denen. So, dann fangen wir mal an. Wurden über die Mitte der Hölle abgesetzt. Dass eine Mission so schnell den Bach runtergeht, habe ich noch nie erlebt. Wir waren gerade erst ein paar Stunden in dem Gebiet, da wurden wir schon von dieser Scheiße aus dem Meer angegriffen.
habe den Trupp zusammengehalten und einen Unterschlupf gefunden. Kontaktaufnahme mit dem Hauptquartier, mit dem Ergebnis, weiterhin das Primärziel zu verfolgen. Atlantic Park. Zweitens. Wir haben das Überwachungssystem eingerichtet. Alle Hauptkameras sind montiert. Jeder davon hat einen Sender, sodass sie leicht wiederzufinden sind. Wir haben Winter's Sohn auf dem Parkplatz gesehen, anscheinend unversehrt. Haben eine zusätzliche Kamera installiert, um ihn im Auge zu behalten, behalten zu können. Wir müssen herausfinden, wo sein Vater diese Pläne versteckt hat. Ich weiß nicht, warum der Atlantic Park für die Organisation so wichtig ist. Aber das hier ist Wahnsinn. Drei aus unserem Trupp sind bereits tot. Die wilden Tiere hier haben dafür gesorgt. Ich kenne den Plan nicht, aber ich hoffe, der Park ist das alles wert. Solomon Island hat zwei weitere Opfer gefordert. Noch schlimmer ist, dass auch andere Parteien an unserem Zielobjekt Interesse zeigen. Die Kameras zeigen neue Gruppen, die in den Bereich vordringen. Einige lassen sich klar zuordnen. Wir haben Agenten der Illuminanten und Templer identifiziert. Haben Verstärkung angefordert. Die Sache ist außer Kontrolle geraten. Feindliche Agenten auf der ganzen Insel. Wir verlassen unseren Unterschlupf und begeben uns zu einer taktisch sinnvolleren Position. Ich werde das Zielobjekt aus der Distanz beobachten und habe Sicherheitsmaßnahmen für das Überwachungsgerät eingerichtet, die ich täglich überprüfen werde. Alles klar. Die Phönizier haben hier versucht, irgendwelche Sachen aus dem Park herauszuholen, Informationen zu sammeln, alles mögliche an schönen Dingen. Und dann kamen die anderen, dann kamen die Drachen, dann kamen die Templer, dann kamen wir. Also nehmen wir das, was auch immer, Suchgerät mit. Und schauen, was wir damit finden. Gibt es den Notausgang? Das ist sehr unangenehm. Oh. Schau bitte mal weg, kleine Kamera. Weiter weg. Auf die Betons und rüber. Und raus. Moment. Ich hab's dabei. Sehr schön. Spiel wird geladen. Bitte warten. Dieses innovative Suchgerät scheint für alle Zwecke einrichtbar zu sein. Jeder hat sowas. An den Park ran von hier aus. Hier ist eine Steinmauer. Eine steile Steinmauer am Weg. Darum piepst sich mir den Weg zurück. Piep. So. So, wir sollten zum ersten Ziel kommen. Schnauze bitte. So, wer zuerst hier die Kamera sieht, möchte bitte einmal ja schreien.
Energiequelle. Okay, das war das Erste. Eine auf dem Parkplatz, um den Typen da zu beobachten, denke ich mal. Der am Wagen. Ja, Nicholas Winter. Hallo? Ja, Tag. Mom, ich sehe ja keine Kamera. Auf in den Park. Alles klar, hier scheint irgendwas nicht ganz koscher zu sein. Jetzt irgendwas nicht ganz koscher, dann heißt das, hier ist mal echt die Kacke am Dampfen, Leute. So, ein weiteres Mal bitte laut schreien, wenn ihr da drin, wenn ihr hier was seht. Ding aus. Hallo. Ja, so schön können Freizeitparks sein. Ich muss hier irgendwie hineinkommen. Wo geht es denn rein? Da. Doch zuerst. Psycho-Schausteller. Sie stellen Psychosen zur Schau. Das sieht wichtig aus. Alles klar, was sagt der Timer?